ein Video aus der Reihe Sandwich pervers oder Sandwich mal anders. Da habe ich da einen ganz besonders schönen Teller ausgesucht. So, dann nehmen wir zwei Toastscheiben. Angetoastet oder nicht, muss jeder selber wissen, wie es ihm schmeckt. So, dann die selbstgemachte Sandwich-Soße. Der Link zum Video, wie die gemacht wird, ist in der Videobeschreibung bzw. sollte jetzt auch unten im Video hier erscheinen. So, damit erstmal die beiden Toastscheiben ein bisschen bestreichen, ne? Damit das nicht so trocken ist, ne? Sonst kriegt man es ja nicht runter. So, erstmal ist es jetzt gesund. Da legen wir ein bisschen Gurke auf. Ja, so. Und ein bisschen Tomate. Die sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, aber die ist aus dem, ist aus eigener Zucht. Ja, das geht tatsächlich heutzutage noch ohne irgendwelche Apps und Computerunterstützung. Man kann die tatsächlich selbst auf dem Balkon züchten oder im Garten sowieso. So, dann habe ich ein bisschen Zucchini. Ja, nicht Zucchini, wie oft so falsch gesagt wird, Zucchini, ja. Das heißt im Grunde nichts anderes als kleiner Kürbis, ja. Das ist die Verniedlichungsform von Kürbis auf Italienisch. So, und dann gehen wir wieder ein bisschen von der in Klammern, in Anführungszeichen vielmehr selbstgemachten Soße bei, die ist ja aus Fertigsoßen gemacht, aber man kann die eben auch selbst machen, komplett, wenn man das möchte. So. Ja. Darf ja nicht so trocken werden. So, dann eine Scheibe, ja, Hähnchenbrustfilet Aufschnitt. Steht auf der Packung. Besser ist, man macht selber ein Hähnchenbrustfilet und schneidet das dann auf. Das, ne, das hier ist so, dass ich nicht irgendwas zusammengefügt ist. Aber ich hatte jetzt nichts anderes da. So. Dann Käse und jetzt mal kein fester Schnittkäse, sondern mein Camembert zur Abwechslung. Ja, also kein Schnittkäse und auch kein Schmelzkäse, irgendwas. Ja, keine Chemiebombe, in dem Fall mal nicht. So, und dann zwei Scheiben Lackschinken. Und obendrauf, als wäre es noch nicht genug, Thunfisch. Thunfisch aus der Dose, ganz böse. Nee, so böse ist er eigentlich nicht, weil der ist vom kleinen weißen Thunfisch und der ist noch nicht weggefischt. Ja, die großen Thunfische, die vom Aussterben bedroht sind, die stammen von anderen Sorten und die gibt es für ganz teuer Geld im Sushi-Restaurant oder Feinschmecker-Restaurant, aber garantiert nicht für 1 Euro oder noch weniger in der Dose. Okay, dann ganz dünn geschnittene Zwiebel, ja, in Scheiben, in Ringen vielmehr. So. Die Scheiben werden zu Ringen, wenn man sie auseinanderdrückt. Ja, und dann das Gegenstück noch drauf, zusammendrücken. So. Und guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt. Bis dann.